Ein fröhliches Miau und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. So, zack, zack, hier. Das. So. Wir spielen heute Wild Sims 2, meine ich. So, und wir versuchen heute mal unser Glück. So. Gerade war schon Fell. Ich habe hier aufgenommen, aber irgendwie hatte ich vergessen zu starten die Aufnahme. Das ist natürlich jetzt ärgerlich, aber ist dann eben so. Ne? Hier, das ist aus dem Disneyland die Geisterbahn. So, wir versuchen die heute souverän zu dispatchen. Ja, liebe Leute, das sollte souverän heute passieren. So, dann machen wir mal zu und hier, uff, den Laden. Machen wir mal auf den Laden hier, liebe Leute. Machen wir mal den Lift hier auf. So, damit wird hier geöffnet und der Lift wird gestartet. So. Aber weil im Moment richtig wenig los ist, würde ich sagen, fahren wir im Moment nur mit einem Lift. Weil ich brauche im Moment nicht so viel Kapazität, dass ich den Ball anderen Lift öffnen sollte. Ne? Komm, mach auf. Mach auf den Laden. Und ab geht's. Auf wieder. Und ab. Und hier hinten bei der Geisterbahn wird schön langsam. Ich mach mal hier low reicht. So, Foyer ist fast voll, würde ich sagen. Das heißt, wir können aufmachen das Foyer. So, kommen sie rein, kommen sie ran. Und dann kann man hier Lift, also den Lift starten. Ne? So. So, und dann ist jetzt schon wieder hier. Und dann machen wir mal direkt wieder auf. Apropos Link zu diesem Spiel ist in der Videobeschreibung. Ja. Und das soll so ein Let's Play sein, wo wir jeden Tag, also jede Folge, einen neuen Attraktion testen werden. Ja. Diese Folgen werden aber jetzt nicht immer so dieselbe Länge betragen, sondern immer unterschiedlich lang. Weil brauche ich nicht. So viel. Ja, ich brauche nicht jetzt hier eine halbe Stunde dieselbe Bahn fahren zu lassen, ne? Das ist Schwachsinn. Obwohl, wir sehen natürlich jetzt, weil ich die Bahn langsam laufen lasse, dass eine sehr lange Schlange entsteht. Das heißt, wir können jetzt natürlich die Bahn mal ein bisschen beschleunigen. Ne? Weil sonst kann ich hier nichts abfahren. Ne? Sonst funktioniert das nicht. Ich muss nämlich jetzt auch aufpassen hier mit Abfertigung, weil hier unten ist schon viel zu voll. Ne? Ganz klar. Ich hoffe natürlich, dass wir das jetzt hier vernünftig hinbiegen können.
So, ich bin natürlich jetzt hier auf Zeit am Arbeiten, ne? Ich versuche im Moment so wenig wie möglich reinzulassen, weil sonst habe ich hier gleich wieder eine Affenzahnlange Schlange. Was die Bahn dann auf keinen Fall mehr abfertigen kann. Das ist so das, warum ich hier so zimperlich gerade bin. Ne? Weil, wie man sieht hier, die Schlange ist schon kompliziert. Jetzt hat sogar Liftarm ein Problem. Das heißt, ein technisches Problem. Wir müssen jetzt einen Ingenieur rufen. Hallo, 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 ist da ein Ingenieur? Wir müssen, hier haben wir so und so, weißt du? Und dann schaffen wir das meistens auch. Lift A wird jetzt von unserem Techniker oder Ingenieur repariert. Ingenieur baut eigentlich, dann nenne ich es mal Techniker. Von unserem Techniker wird das jetzt fachmännisch repariert. Und jetzt funktioniert das Gelöt auch super. So, jetzt machen wir hier auf, hier auch auf, also das ist auf. Aber man sieht, die wird eng, hier vernünftig abzufertigen. Also hier sofort auf, das heißt, wir müssen die Bahn schneller stellen. Das heißt, auf die Plätze, fertig, los, Full Power. Oh. Warning? Next time slow the white down. Guess okay. Haben wir jetzt ein technisches Problem? Also, E-Stop war mit Shift. Reset? Normal Mode. Das war natürlich blöd von mir gerade. So kriegt der Tigo auch seine Probleme, ne? Och nö. Jetzt ist hier auch schon im Eimer. Herzlichen Dank auch. Auch wenn er im Arsch ist, muss ich hier vollen. Komm, mach auf die Luge. Mach auf. Mach doch auf hier. Ich brauch auf. Ah. Lift B, sofort rein, 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 rein hier. Wie wir natürlich jetzt gerade sehen, ist ganz schön voll. Und ich bin auch der Meinung, dass wir jetzt so, ich sag immer so, wir machen immer so 10 Minuten Normalbetrieb. Ja, also lassen wir auf. Und dann machen wir einfach, solange die Schlange jetzt ist, jetzt sind es 114, versuchen wir dann abzufertigen. Das heißt, machen wir Feierabend. Ja? Das ist so, was ich vorhabe. Also, die 10 Minuten sind eben noch nicht rum. Das heißt, noch haben wir die Schlange auf. Aber ab 10 Minuten würde ich sagen, machen wir dann hier Feierabend. Ne? Ob jetzt eine Minute mehr oder weniger kommt, jetzt finde ich nicht drauf an. Meiner Meinung nach. Ne? Eine Minute mehr oder eine Minute weniger ist jetzt nicht so das,
wo es drauf ankommt, ne? So, jetzt würde ich sagen, machen wir Feierabend. Hier zumindest die Q-Line wird geschlossen, so. Damit fertigen wir jetzt die ganze Q-Line, die jetzt hier so steht, da so. Was man nicht sieht, oder? Ne, das ist hier die Q-Line, meine ich. Versuchen wir abzufertigen. Und da muss natürlich die Bahn noch leer laufen. Och nö, nicht schon wieder. Immer gehen hier alle Sachen im Arsch. So, jetzt müssen wir nur noch hier das Foyer leerlaufen. Leer geschliffen bekommen. Och, jetzt ist die Bahn im Arsch. Ist. So, jetzt haben wir hier ein technisches Problem von der Bahn. Jetzt haben wir alle technischen Probleme erlebt. Ja? Wir versuchen natürlich hier die beiden Lifte weiter zu betreiben, bis hier wieder die Bahn fährt. Ne? So, mein Problem ist natürlich jetzt hier geht es viel zu voll hier vorne. Man sieht es hier so ganz voll. Ich werde jetzt natürlich nicht starten, weil das wäre jetzt Schwachsinn. Ich werde nur hier den Puital. Öffnen erstmal. Ich muss jetzt erstmal hier warten, bis die Bahn etwas mehr abgefertigt hat, ne? So wie ich, wenn die jetzt leer sind. So, wenn das jetzt hier leer ist, werde ich erst die reinlassen und dann, wenn die drin sind, werde ich hier erst starten. Ja. Klar kann ich jetzt hier schon starten, aber bringt mir nichts, wenn die jetzt hier im Dunkeln eine halbe Stunde stehen. Ne? Komm. So, jetzt ist hier zu die Türe. So, jetzt haben wir genügend abgefertigt, damit wir hier zumachen können, den Lift starten können. Das heißt, jetzt müssen wir nur noch die Bahn leer laufen lassen. Ja, das ist das Einzige. Wir haben gerade viele Breakdowns. Aha. So, jetzt kann ich hier öffnen. Heißt, jetzt muss ich nur noch die Bahn leer laufen lassen. Das kann aber natürlich dauern.
kann natürlich immer so ein bisschen hier so. Das dauert natürlich jetzt extrem lange, bis alle diese Kunden hier aus der Bahn raus sind. Seht, und jetzt sind wir schon über 15 Minuten. Bei Achterbahn ist das natürlich spannender. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich Parkitect durch dieses Spiel ersetzen soll. Sagen wir so. Ich habe einen Joker. Ich kann ja jetzt hier labern, labern, labern. Bringt nichts. Ich kann auch hier mal so ein bisschen, bis Warning steht. Fast. Hier leuchtet im Moment gar kein Warning drauf mehr. Ne? Ich sagen wir mal einen Joker. Wenn ich eine Bahn komplett verkacke, sagen wir, kann ich auch einmal einen Joker einsetzen, damit ich die Bahn nicht so lange operaten muss, okay? Ist das gut? Finde ich auch. Das dauert natürlich jetzt sehr, sehr lange, deswegen spiele ich mal ein bisschen hier so. Rums, Bums, Bums. Ne? Machen wir mal ein bisschen Rally Dally. So, was soll ich denn jetzt hier die ganze Zeit noch labern? Ich kann jetzt hier labern oder wir können dieser schönen Musik zuhören. Aber was natürlich zum Schluss noch dazu kommt, ist das Feierabend machen. Das heißt, wenn die leer ist, ist noch nicht vorbei. Das ist so, liebe Leute. Wenn Feierabend, wenn die Bahn leer gefahren ist, müssen wir ja noch unsere Wartung machen. Ne? Also müssen wir das Licht wenigstens ausschalten und so. Wir können ja schon mal versuchen, ob wir hier. Weil hier kann man natürlich Sounds ausstellen. Break. Und hier vernünftiges Licht einmachen. Und das macht man natürlich zum Feierabend. So. Eigentlich war mein Ziel jetzt so. Nach den 5 Minuten, nach den 15 Minuten, so 20 Minuten. Das Problem ist, ich kann es nicht immer kalkulieren, wie schnell oder wie lange wir für etwas brauchen, weil das ist eben so, ich weiß nicht, wie voll und so. Wisst ihr? Das ist eben so mein Problem. Ich weiß das eben jetzt nicht so genau, wie lange ich für irgendwas brauche, bis die Bahn leer gefahren ist. Das ist so das größte Problem. Aber Sie sehen natürlich, ist fast. Jetzt ist natürlich kurz vor Feierabend noch ein technisches Problem. Na, herzlichen Dank. Ah. Das ist so klar. Können die noch raus oder fahren die jetzt eine ganze Runde noch? Nee, ne? Ah, nee, ne? Jetzt fahren hier zwei Gäste noch eine ganze Runde. Och, ich könnte kotzen. Die fahren hier aber nicht langsam durch, das schwöre ich euch. Da drehe ich hier richtig auf Gas hoch.
So. Steigen Sie jetzt aus, endlich. Steigen die hier vielleicht aus? Bitte lass sie hier aussteigen. Sind nämlich noch drei Gondeln besetzt. So, jetzt sind alle Gondeln leer. Also ab geht's. Machen wir hier mal ein bisschen Speed rein, ne? Weil ich warte jetzt nicht hier, bis der ganze Zug noch mal durch ist. Habe ich keinen Bock drauf. So, dann können wir natürlich schon mal hier Licht anmachen. Ne, damit man das hier besser erkennen kann. Das ist natürlich so, dass man zum Feierabend hier auch das Licht anmacht. Nicht das Licht aus, sondern Licht an, ne? Ich warte jetzt eigentlich nur noch wirklich auf. Was wollte ich sagen? Ich warte jetzt eigentlich nur noch auf darauf, dass die Gäste jetzt aus der Bahn sind, aus der Bahn gehen. Dann haben wir es auch geschafft, liebe Leute. Dann haben wir es auch geschafft. Dann haben wir es geschafft. Yay! Ne? Dann müssen wir nur noch die Bahn. Aber weil das hier zu schlimm ist, wenn die Gäste das sehen, machen wir mal doch lieber für die kleine Viertel nochmal das Licht an oder aus, damit es nicht so schlimm aussieht. Kommt, Leute! Kommt, mach hin, ey. So, zum Aussteigen mache ich natürlich die Bahn langsamer auf Normalbetrieb. Oder Slowdown. Achtung, jetzt hören wir alle hin. Feierabend. So, Schicht im Schacht. So, jetzt ist hier vorbei, ne? Schicht im Schacht, tschüss. Und damit würde ich auch tschüss sagen. 25 Minuten fast. Also bis dann und noch einen schönen Tag und miau.